Zuerst mal raus, mal sehen, was denn passiert, ne? Ja, geht mal Beende. erst ihr raus. Ja, beende Spiel. So, Rojo, du gehst auch mal raus. Natürlich, lade mal ein. So. Ich dachte, wir den jetzt nochmal killen müssen. Seid ihr soweit? Achso, ich höre euch ja nicht, aber ich habe am TS gemutet. Also, laden, schickt mir mal eine Einladung. So. Ach so. Ich muss TS neu starten. Ach so, kommt ihr hier rein wieder? Hört ihr, musst du auch TS neu starten? Na, ich mache mal eine kurze Pause. Kann jetzt weitergehen, Hörnchen, denn, ne? Hörnchen, sagst du noch was? Was denn los? Was denn? Was denn nun? Ich glaube, Hallo? ich habe den falschen. Horn, bist du noch da? Wo sind wir jetzt? Oh, wir sind wirklich. Wirklich. Wir sind vor dem Riesen. Oh, so ein Scheiß. Nochmal alles verkaufen, was wir hatten. Oh. Toll. Jetzt aber schnell den Riesen machen. Wieso sagt Thorn nicht mehr? Koro, sagt Thorn bei dir noch was? Ja. Wieso höre ich ihn denn im Spiel nicht? Ich weiß es Warte, dann nicht. muss ich ihm mal in Steam freuen. So. Martin, wie hast du das gemacht? Keine Weiß Ahnung. ich Auf nicht. jeden Fall höre ich irgendwie. Wir haben jetzt irgendwann, dass ich heute hier nicht mehr im Spiel höre. Aber Rocco noch. Sehr Das heißt, ich stark. kann jetzt ganz viel reden, ohne dass Ja, ich doppelt ohne bin. dass du doppelt Geil. bist oder laggst. Hallo, liebes YouTube-Volk. Jetzt hört man ihn endlich mal richtig, den Hörnchen. So, machen wir jetzt fix. Weil das Ja, hatten wir ja schon gleich. alles. Und dann braucht ihr nicht noch wieder ewig einkaufen jetzt hier. Na, eigentlich, ich verkaufe ja nur. Ja, aber. Ich auch. So, aber nicht so ewig. Ich will den Riesen jetzt hinter mir haben und dann nicht im Inventar gehen, Rocco. Das steht gar nicht fest, dass ich das war oder dass das Es überhaupt kann das auch einfach war. so sein, dass wir alle, Hörnchen, was also hast du denn da Bruno. an? Du hast irgendwas anderes an oder gar nichts Oh, an, ich habe besser gar nichts gesagt. an. Ah. Danke, dass du es mir gesagt hast. Wäre bitter gewesen. Jo, lass mich mal den finalen Einschlag machen, dann bin ich Stufe 13. Wenn es sowas gibt wie einen finalen Einschlag. Stop. Rocco! Ja. Wir warten immer nur auf dich. Ich saß nur gerade auf dem Klettsessel und Oh. das fand ich unangenehm. Überraschung! Toll, den kennen wir jetzt noch gar nicht. Ja. Wie er Ich habe das aussieht. dicke Zweihandschwert, Alban. Jetzt auf seine Arme! Goroala. Ich habe mich so gut geschlagen, ich habe kaum Schaden durch die Nikkel. Ich muss nur ein Heil oder zwei Heiltränke Ah, nehmen. verdammt, Ich jetzt mache den habe immer so ich Tränke und 44 nicht Schaden. verkauft. Ich sehe dich nicht. Ich mache den über 70. Oh, was? Oh, was? Ich habe nichts mehr. Nicht möglich! Da unten können wir ihm nichts anhaben. Jetzt die Arme. Doch, die Arme. Ich ziehe auf die Arme. Vorsicht! Er will uns zerstampfen!
Auf die Hände! Ja, ich hau doch schon! Und wie hatten wir beim letzten Mal nicht, oder? Dass der auf dem Boden lag? Oh, ich hätte gerade einen finalen Armschlag machen können. Ich auch. Ich hab's verpasst. Nee, jetzt geht wohl nicht mehr. Jetzt steht er wieder. Wow! Boah! Wie lange du auf dem Boden liegst, die Scheiße? Oh, jetzt steckst du zwischen Hammer und Abboss! Der will irgendwie nur was von dir hören hier. Ja. Ihr seid halt kein Gegner für ihn, da muss er auf mich gehen. Hey, ich habe einen brutalen Treffer auf sein Bein gemacht. Die Hände. Vorsicht, er will uns zerstampfen. Oh, was? Oh, fuck, wo bin ich? Ich bin eben unter ihm. Au, oh, der hat mich getroffen. Oh fuck, er ist nervös. Er steht wieder auf. Er steht wieder auf. Steh. Ich hau schon nur sein Bein. Ich auch. Obwohl das noch gerade gemacht. Oh. Hey, ich hab ein Achievement, ich werd geflügelter Krieger. Boah, mich hat er voll erwischt. Adler, last hit. Ja. Wirklich. Wirklich? Warte, ich kann ja weiter. Gut. Diesmal ging's. Vorhin hatte ich aber kein weiter, als ich bei ihm stand. Hey, der atmet noch. Nein. Ist ja auch gar nicht unauffällig, wenn hinter einem sogar aufsteht, ne? Kommt der Adler. Er rettet uns. Ha, war so klar. Ja, Augen. Nam, nam, nam. Es ist vollbracht. Ihr keucht. Meine Leute sind gerecht. Und seht, hier kommt die Verwandtschaft. Bis jetzt kommen sie und einmal. Tweety's Family. Was hat er denn um den Hals? Guck mal, der hat ein Halsband schon um. Der ist schon Stube rein. Es scheint so, als hättest du schon genug für uns getan, Veleram. Nicht ich, Herr Gwaihi hier. Euer Dank gebührt diesen dreien hier. Andriel, Farin und Eradan. Sie sind es, die uns von Bar-Grisar befreiten. Dieselben drei, die euch schon in Fornost geholfen haben? Wahrhaftig, ein bemerkenswerter Zufall, dass wir uns wiedersehen. Wenn es denn Zufall war. Eure Schicksale scheinen auf seltsame Art verbunden zu sein. Doch sei es, wie es sei. Wir sind euch zweifach dankbar. Zuerst habt ihr Belerams Leben gerettet und nun den Riesen getötet. Wir sind froh, dass eure gefallenen Verwandten gerecht wurden. Jetzt spricht Hörnchen. Bar-Grisar war eine Bedrohung aller freien Völker. Oh, sie ist so hübsch. Es war nicht das ist viel besser. Viel besser. Mein Zwerg ist cooler. Doch frage ich mich, aus welchem Grund ihr in die Ettenöden gekommen seid. Ja, doch, die hübsche Stimme. Ort für schöne Spaziergänge. Mein Herr, Elrond Halbelb, hatte den Verdacht, dass sich der Feind hier sammeln könnte. Er war es, der uns auf die Suche schickte. Er dachte auch, wir würden hier einen Diener des Feindes finden. Dein Helm. Mann namens ja, der ist geil. Veleram erzählte uns von ihm, doch ich fürchte, der Mann mit der heiternen Maske. Wir haben die Ettenöden während unserer Suche nach Bar-Grisar gründlich durchsucht, doch haben wir keine Spur dieses Dieners des dunklen Herrschers gefunden. Wenn er hier war, dann können wir ziemlich sicher sein, dass er es jetzt nicht mehr ist.
Mein Volk wird die feindlichen Kräfte zerstreuen, die sich noch in den Ettenöden befinden. Wir werden vor der Rückkehr Agandars auf der Hut sein. Dann sollten wir zu Elrond nach Bruchtal zurückkehren. Er wird schon ungeduldig auf Nachrichten warten und wir sind schon lange fort. Ich werde mich um einen Boten kümmern. Mein Herr, ich verdanke diesen dreien mein Leben. Und auch ich glaube, dass Agandar eine ernste Bedrohung der freien Völker des Nordens darstellt. Der Adler nicht weniger als der anderen. Wenn ihr es gestattet, wünsche ich sie zu begleiten und ihnen bei ihrer Suche zu helfen. Du bittest um sehr viel, Beleram. Vielleicht werde ich bald meine ganze Gefolgschaft brauchen. Doch spüre ich, dass diese drei ein großes Schicksal erwartet. Und wie es scheint, bist du nun ein Teil davon. Also gut, ich gebe dir die Erlaubnis, dich ihnen anzuschließen, solange du es für richtig hältst. Wenn Beleram nicht vorhat, seine Freunde in seinen Clown zu tragen, wird er Hilfe brauchen. Wenn es euch recht ist, mein Herr, würde ich sie auch gerne begleiten. Auch ich habe ein Interesse an dieser Suche. Lasst mich der Dritte sein. So sei es. Drei, die die Winde spalten. Und drei, die auf Erden wandeln. Möge das Glück euch allen Hold sein. Hey, ich möchte ihn haben, damit zu meiner Bartfarbe passt, ja? Ihr seid unter Belerams Kommando. Gehorcht seinem Wort, bis er wieder zu uns zurückkehrt. Nun muss ich fort. Was? Viele Mächte. Geil, jetzt haben wir drei Adler. Ja, lange und vieles passiert. Ich möchte den jetzt zu meiner Bartfarbe gehören. Welche Rolle die Adler in all dem spielen werden. Wir sind sehr dankbar für eure Hilfe.